Man könnte es eigentlich auch ein Stück erweitern. Man müsste sagen, das Unternehmen Lotto ist zwar als Toto vor 60 Jahren in Mainz gegründet worden, aber es hätte genauso mindestens mit der gleichen Berechtigung hier in Kaiserslautern gegründet werden können. Es waren ja damals die beiden Fußballverbände und die drei Sportbünde, die heute immer noch, Gottlob, die Gesellschafter sind und die diesem Unternehmen immer gut getan haben. Aber die Fall spielt aber eine überragende Rolle. Friedrich hatte die Annahmestelle mit der Nummer 1. Fritz Walter hatte die mit der Nummer 1 und da war er ganz besonders stolz darauf. Und wir haben da oft drüber gesprochen. Anneliese, ihr hattet eine, die Liebrichs hatten eine, die Kohlmeiers haben heute noch eine. Ecken war zu jung. Ich habe Ihnen außerordentlich dafür zu danken. Ich habe selten erlebt, in einem ständigen, notwendigen Miteinander mit Kommunen, dass das in einer solchen Leichtigkeit geht, dass das in einer solchen Unkompliziertheit und Unterstützung geht. Also das, was Sie hier für uns getan haben, das war schon großartig. Dafür will ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei Ihnen allen und bei der Fördergesellschaft bedanken. Ja, und wir sind natürlich in die Stadt gekommen, die den 1. FC Kaiserslautern in ihrem Herzen trägt. Alle, glaube ich, 90.000 Lauterer sind automatisch auch infizierte FCK-Anhänger. Gut, jetzt kann man in Augsburg 4-1 verlieren, in Fürth 3-0. Ich glaube aber, gegen Aalen haben wir eine Chance. Stefan, ich begrüße dich ganz besonders herzlich. Begrüße Frau Vorwart, begrüße Herrn Dr. Odinger. Ich bin froh, dass du in Kaiserslautern bist. Du weißt das. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich Angst, wir müssten irgendwann gegen Neunkirchen spielen. Aber es ist alles so gekommen, wie wir es immer erwartet und wie wir es immer erhofft haben. Und ich bin richtig froh, dass es gemeinsam gelungen ist, dass du dem 1. FC Kaiserslautern wieder den Geist und all die Inspirationen gegeben hast, die eigentlich nur von Leuten kommen können, die eben aus der Welt des Fußballs selbst kommen, ja in diesem Jahr 90 Jahre jung, dass wir in dieser Stadt und das Gefühl habe, ich willkommen sind und ganz gern gesehen sind. Und wir wollen davon etwas zurückgeben. Wir wollen uns so in Kaiserslautern aufführen, wie man es zu tun hat, wenn man irgendwo Gast ist. Und wir wollen Beiträge leisten zu dem, was in dieser Region sportlich, kulturell und sozial geschieht. Stefan, ich hoffe, dass wir bald das Thema Fußballmuseum angehen können, aber eben in einer Form, die zu Kaiserslautern passt, die keine Kopie des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund sein muss, sondern einfach etwas, was zu dieser Stadt, zu den Menschen, zu ihrer Bescheidenheit und zu ihrem Optimismus und zu ihrem grenzenlosen Optimismus, was den FCK betrifft, passt. Auch dazu werden wir, denke ich, einen Beitrag leisten.